Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, heute zum Thema Radnarben. Wir geben euch heute wichtige Informationen und Details, wie ihr einen frühzeitigen Ausfall der Radnarbe vermeiden könnt. Ja, hier haben wir den Übeltäter. Diese Radnarbe auf der linken Seite wollen wir heute erneuern. Björn ist schon unten in der Grube, hebt das Fahrzeug an, bockt es auf, so dass für die nötige Sicherheit gesorgt ist. Ja, dann lassen wir loslegen. Ich nehme jetzt die Radmutter los und Lars nimmt jetzt die Kotflügeldeckung ab. Jo, kein Problem. Die Räder haben wir jetzt runter, jetzt geht's weiter mit dem Bremszylinder, dem Bremsklötzen, dem Bremssattelträger und der Antriebsachse. Jetzt aber weg, wir wollen langsam mal anfangen hier. Sehr wichtig, es muss beachtet werden, dass dieses Fahrzeug, wie fast alle LKWs, mit einer Differentialsperre ausgestattet sind. Bevor die Antriebswellen herausgezogen werden, muss diese eingelegt werden, damit die Differentialsperre nicht nach unten fällt. Als nächstes lösen wir die Achsmutter, nehmen die Radnarbe runter. Wichtig ist, nicht das Gewinde kaputt machen. Tut euch selbst einen Gefallen, nehmt die Radnarbe zu zweit ab und achtet darauf, dass das Gewinde heile bleibt. Für unseren Auftrag benötigen wir eine neue Radnarbe, Bremsscheibe, Bremsklötze, Radbolzen, Radmottern und den ABS-Ring. Bei diesem Fahrzeug ist auch der ABS-Sensor schwergängig, somit brauchen wir die ABS-Sensorführung sowie den ABS-Sensor selber, um die Reparatur durchzuführen. Bevor wir jetzt die neuen Teile verbauen, ist das Wichtigste Sauberkeit. Darum putzen, putzen, putzen. Hier die neue Radnarbe modifizierter Form, hier die alte Version. Die Modifizierung liegt auf der Belüftung der Radnarbe in Form von Lüftungsschlitzen zur besseren Wärmeabfuhr des Lagers. Ja, und zudem haben wir hier einmal ein Entlüftungsventil, das an der Achse sitzt. Das ist wichtig, dass das ausgetauscht wird, ansonsten baut sich Druck in der Radnarbe auf und es kann zu Undichtigkeiten führen. Langsam rüber. Die neue Radnarbe haben wir jetzt mit den Einzelkomponenten vervollständigt. Und beim Ansetzen auf die Achse ist auf ein geeignetes Hubwerkzeug zu achten, um Beschädigungen an der Achse, am Gewinde und am Lager zu vermeiden. Das Überdruckventil an der Achse haben wir jetzt gewechselt. Die Bremsscheibe haben wir mit den entsprechenden Drehmomenten angezogen. Jetzt ist noch wichtig, dass wir auch die Achsmutter mit den entsprechenden Anzugsdrehmomenten anziehen und dann sind wir mit der Radnarbe selbst fertig. So, und dann müssen wir noch bei der Bremszange auf die Gängigkeit achten. Das kann durch Hin- und Herschieben der Führung durchgeführt werden. Falls die Manschetten beschädigt sein sollten oder die Führung schwergängig, haben wir natürlich auch Reparatursätze im Angebot, womit ihr die Bremszange instand setzen könnt. Bei dem Antriebsflansch ist es wichtig, dass man die Flächen mit dem entsprechenden Flächendichtmittel einschmiert, um Undichtigkeiten zu vermeiden. So, die linke Seite der Radnarbe haben wir jetzt fertig gewechselt. Wir ziehen jetzt noch eben die Räder nach. Die rechte Seite machen wir jetzt gleich noch fertig. Nach dem Wechsel der rechten Radnarbe wechseln wir noch das Öl der Hinterachse und machen noch eine abschließende Probefahrt.
Nach der Probefahrt ist es wichtig, dass das Radlagerspiel noch einmal kontrolliert wird, um Schäden am Radlager zu vermeiden. Dies und andere wichtige Hinweise findet ihr auch in unserer Montageanleitung zum Nachlesen. So, ihr wisst jetzt, wie es geht. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Jo, macht's gut, bis dann. Fuß, Alter, das hält gleich ab. Ha ha ha.